Es war ein gigantomanisches Projekt, ohne Erfahrung. Es gab kein Vorbild. Es war einfach ein riesiges Projekt, wo man von vornherein nicht genau gewusst hat, wie es ausgeht. Hätte viel schief laufen können. Wir hatten eigentlich keine Zeit für Zweifel. Wir wussten ganz klar, es ist am 1. Jänner soweit und das muss funktionieren. Es war eine faszinierende Aufgabe. Etwas, wo ich wusste, das werde ich nie wieder erleben. Eine neue Währung, ein neues Bargeld zu entwickeln, ist für sich schon eine große Sache. Aber ein Zahlungsmittel für verschiedenste europäische Länder, für einen neuen Währungsraum mit über 300 Millionen Menschen einzuführen, ist noch einmal eine ganz andere Geschichte. Und man darf mit Stolz sagen, dass die österreichische Nationalbank hier von Anfang an entscheidend beteiligt war. Ich erinnere mich natürlich noch ganz genau. Eine ganz zentrale Frage in der Vorbereitung auch auf das Bargeld war, welchen Namen soll oder kann die neue Währung, die gemeinsame Währung haben? Ursprünglich war ja der EQ die europäische Währung, wenn man so will. Und natürlich für manche Länder, ich schließe uns nicht aus, war das kein Thema, dass wir einen EQ hier in Österreich haben wollen. Und so war ja die Diskussion auch in mehreren anderen Ländern. Das waren ja Ideen bis hin von Thaler, Schilling sogar auch. Ich kann mich erinnern, Florin war auch einer der Mitfavoriten. Florin heißt ja auf Italienisch Gulden. Und Euro hat sich dann durchgesetzt, glaube ich, als besonders plakativer und leicht verständlicher Wert, was der Euro symbolisieren soll, nämlich auch den wirtschaftlichen Zusammenhalt Europas. Der nächste Themenkreis war, wie sollen denn die Banknoten überhaupt ausschauen und die Münzen? Es war sehr spannend, auch die internationale Diskussion mitzuerleben. Wie gestalten wir die Münzen? Welche Motive sind drauf? Wird es eine nationale Seite geben oder nicht? Also im 96er Jahr waren die ersten Ausschreibungen. Und das war schon eine große Herausforderung. Also zum einen für die Europäische Union, weil das ja europaweit koordiniert werden hat müssen. Und natürlich für uns Graveure in der Münze eine ganz große Sache. Also du hast wirklich die Möglichkeit, dass du ein Zahlungsmittel für ganz Europa designen darfst. Bei den Euro-Münzen hat man sich darauf geeinigt, dass man sagt, man schafft eine nationale Seite und eine internationale Seite. Und das ist auch der große Unterschied zu den Banknoten. Wen gebe ich auf eine Banknote drauf? Ist das jetzt ein Deutscher, ein Franzose, ein Engländer am Anfang? Das war dann nicht mehr die Diskussion. Also sowas wäre ja wunderbar, Mozart für uns und Goethe in Deutschland. Aber es gibt nicht so viele Banknoten, wie es Teilnehmerstaaten gab, weil es waren ja damals schon 15 Teilnehmerstaaten und wir haben aber nur 7 Banknoten gehabt. Ja. Also selbst mit Rückseite 14. Es geht sich nicht aus. Und man wollte ganz bewusst verzichten auf nationale Symbole. Das war eine Voraussetzung. Und so gesehen hat dann Robert Kallinger von unserer Banknotendruckerei die grandiose Idee gehabt, die dann auch alle, die die Entscheidung dann treffen mussten, konnten, begeistert. Was ich mich so erinnern kann, es muss so Anfang 96 gewesen sein, als ich erfahren habe, dass ich eben an dem Wettbewerb teilnehmen kann. Also insgesamt waren 6 Monate Zeit, also von Beginn bis Abgabetermin. Die Anforderungen waren relativ hoch, also man hat wirklich Unterlagen bekommen, es war ein ganzes Buch eigentlich mit Vorgaben.
vor allem auch Sicherheitsmerkmale. Also man wollte wirklich einen relativ hohen Sicherheitsstandard natürlich. Die Vorgaben waren eben Zeitalter und Stile Europas. Und grundsätzlich erlaubt waren Porträts, wie es eigentlich üblich ist, auf Banknoten. Wobei die Einschränkung war, dass diese Porträts keiner realen Person zuzuordnen waren. Und es hat nicht nur gegolten für die Porträts, sondern für jedes Motiv, eigentlich, das man verwenden wollte. Also es musste absolut neutral sein. Das war eigentlich für mich die Hauptschwierigkeit. Jetzt bin ich eben auf die Idee gekommen, man kann auch mit Architekturdetails auch darstellen, die Stile. Und jetzt wollte ich einen symbolischen Background finden. Und das hat relativ lang gedauert dann. Also ich bin wenige Wochen vor Abgabetermin erst auf diese Idee gekommen, eben auf der einen Seite Brücken zu verwenden aus den verschiedenen Stilepochen, eben das verbindende Element, und auf der anderen Seite eben Fenster und Tore mit dem symbolischen Hintergrund. Ein Fenster ist, wo man hinausblickt, wo man in die Zukunft schaut, oder ein offenes Tor ist, wo man wen hereinlässt oder wo man woanders hinfahren kann. Und das kam eben sehr spät. Daher habe ich wirklich nur die Idee, wirklich skizzenhaft, natürlich vorhandene Brücken ein bisschen umgearbeitet, damit man es nicht gleich erkennt. Und ganz grobe Skizzen mit einer ganz kurzen Erklärung dazu. Das waren vielleicht 10 Zeilen. Es ist wirklich am letzten Tag in Frankfurt angekommen. Und offenbar hat es funktioniert, weil die Jury hat sich dann doch für die Idee entschieden und nicht für die, die schon komplett ausgearbeitete Designs gehabt haben, bis ins kleinste Detail. Also irgendwie ist es aufgegangen. Die Freude war natürlich im Haus und war auch damals in Österreich eine sehr, sehr große, dass das kleine Österreich, die kleine österreichische Nationalbank vielleicht noch dazu im Kontext mit den anderen im Vergleich, Deutschland, Frankreich, Italien beispielsweise, hier diesen ersten Preis gewinnen konnte. Wir haben heute ein neues Kapitel in der Geschichte Europas aufgeschlagen. Die gemeinsame europäische Währung ist damit Wirklichkeit geworden. Naja, und dann kam der 1.1.99. Das war das Datum, wo die Währungsunion begann. Der Euro als Buchgeld eingeführt wurde. Und nachdem die Entscheidung gefallen ist, wie die Banknoten und die Münzen, die ja parallel auch ausgeschrieben waren, das hat ein belgischer Designer gewonnen, diesen Wettbewerb damals, war klar, dass jetzt also auch im Prozess der Bargeldeinführung eine gewisse Eile notwendig ist. Das logistische Projekt haben wir 1999 gestartet, also mit einer Vorlaufzeit von 3 Jahren. Ja, begonnen haben wir eigentlich damit, dass wir uns einmal angeschaut haben, wo ist das Geld heute, also heute aus damaliger Sicht. Sprich, wie verteilt sich der Umlauf? Wir hatten damals etwa 200 Milliarden Schilling im Umlauf. Das war der Ausgangspunkt, und auf dem aufbauend haben wir begonnen, eine Versorgung bis hin zum Konsumenten vorzubereiten. Und da wurde mit der damaligen Bundesregierung sehr eng kooperiert. Das war ein sehr, sehr breit aufgesetztes Projekt mit der Wirtschaftskammer, mit dem Gewerkschaftsbund, mit Pensionistenverbänden, mit Blindenorganisationen, mit verschiedenen Sprachgruppierungen, um hier logistisch eben alles vorzubereiten, was geht. Und natürlich war Kommunikation über allem stehend. Die Euro-Einführung war durchaus ein Aufbruch in neue Zeiten, sowohl inhaltlich als auch von der Organisation und von den Abläufen, die Bank betreffen. Also Banknotendruckerei ist mehr so ein abgeschlossener Bereich, wo jeder sein eigenes Süppchen kocht. Und das war das erste Mal eigentlich, dass alle sich irgendwie öffnen mussten und ihre Prozesse bekannt geben müssen, auch untereinander. Und das war eigentlich auch ein ganz schöner Effekt und passt irgendwie auch zum Thema der Banknote mit den offenen Toren. Und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl habe ich schon gespürt. Jeder arbeitet mit
Riesenenergie an einem Ziel, weil an bestimmten Tag musste das alles fertig sein. Und das war schon eine unglaubliche Dynamik. Der erste Euro wurde im Jahr 2000 gedruckt. Es hat auch neue Druckmaschinen gegeben. Also die ganze Infrastruktur wurde neu aufgebaut. Und damit konnte die Druckerei eigentlich die Anforderungen, die sich aus dem Eurotausch ergeben haben, gut bewältigen. Ein Zeichen dafür ist, mittlerweile traue ich mich das sagen, vorher war das eher Reservat, wir haben Euros an 8 europäische Länder geliefert. Ja, die größte Herausforderung war eigentlich die Lagerung. Nicht zu Unrecht sind wir hier in den Tresorräumlichkeiten der ÖMB. Man muss sich vorstellen, wir mussten ja bis zum 31.12. die ganz normale Schilling-, Fair- und Entsorgung aufrechterhalten und parallel dazu die neue Währung vorbereiten. Das war bei den Banknoten herausfordernd, aber wirklich ein Hammer war das Problem mit den Münzen. Es war eine logistische Großherausforderung, einerseits auch die Rohmaterialien herbeizuschaffen für die Münzplättchen. Die Münzen sind ja unterschiedlich in ihrer Beschaffenheit. Die 1, 2 und 5 Cent Münzen sind verkupferte Stahlplättchen. Die 10, 20, 50 Cent Münzen bestehen aus einer Messinglegierung. Und die 1 und 2 Euro Münzen sind ja Bimetallmünzen, wo entweder der Ring oder die Pille aus Messing oder Nickel ist, da braucht man eigene Fügemaschinen, um diese zwei Teile zusammenfügen zu können. Und davon mussten Millionen, Millionen Stück vorproduziert werden. Zu diesem Zweck, weil wir hier mit unseren Räumlichkeiten nicht ausgekommen sind, haben wir am Wiener Hafen eine große Halle angemietet, die sicherheitstechnisch aufgerüstet. Und dort hatten wir die ganze Vorproduktion der Münzen. Ein ganz großer heikler Punkt war, 1. Jänner 2002 ist Winter. Aber wir müssen liefern, Banknoten ins Montafon, ins südliche Burgenland, irgendwo in Tirol, zu Banken, die irgendwo im Gebirge sind. Was ist, wenn dort tiefster Winter ist? Darauf gab es eben Kooperationsverträge und Vereinbarungen mit der Polizei, klarerweise wegen Schutz. Aber auch mit dem Bundesheer wurden Kooperationen geschlossen für den Fall, dass wir ein Bergegerät brauchen, wenn so ein Geldtransporter irgendwo in eine Schneewächte hineinrutscht oder was immer. Also die Größe und die Wichtigkeit von diesem Projekt, das war uns damals schon auch bewusst. Es war wirklich natürlich spannend für alle, wirklich spannend für alle, wie man es wirklich angeht, ob man es richtig macht oder man was viel schief laufen können. Ja. Wir hatten eigentlich keine Zeit für Zweifel. Die organisatorischen und logistischen Vorkehrungen, die hier im Haus getroffen wurden, waren sehr gut. Die Mitarbeiter waren hoch motiviert, gut qualifiziert, alles ausreichend, also wirklich vorbereitet, sodass ich persönlich nie den Zweifel hatte, da gibt es irgendwo ein Problem, außer die berühmte höhere Gewalt. Dagegen kann man nichts machen. Ja? Aber von dem, was wir leisten können und auch die anderen Notenbanken, die dabei waren, also da war eigentlich auch in den Gremien nie die Sorge, dass da irgendwas passiert. Wir wussten ganz klar, es ist am 1. Jänner soweit und das muss funktionieren. Hunderttausende Menschen aus ganz Europa haben den Jahresbeginn in Wien gefeiert und um Mitternacht den Euro begrüßt. Also die Gefühlslage war, man muss wirklich sagen, euphorisch. Ja, man hat's geschafft. Das war schon irgendwie innerlich bewegend, wie man gesehen hat, wie alt und jung
gekommen ist und sich wirklich gefreut hat, also auch hier ein neues Bargeld in die Hand zu bekommen. Ja, man erlebt es noch einmal. Ja, es ist eine Art Abschied auch gewesen, weil ab dem Moment ist es von einem weg, dieses Produkt, und das ist jetzt allgemein gut. Und dieses Gefühl habe ich auch gehabt, so ist es erledigt und gehört jetzt jedem eigentlich. Es war ein wunderbarer Übergang von Schilling auf Euro. Es hat perfekt funktioniert. Die Einführung des Euro-Bargelds vor 20 Jahren war, und das muss man aus heutiger Sicht sagen, wirklich eine historische Meisterleistung. Ein derartig großes, komplexes und länderübergreifendes Projekt so erfolgreich über die Bühne zu bringen, ist keine Selbstverständlichkeit. Damit wurde die europäische Gemeinschaftswährung für Millionen von Menschen erstmals Realität. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Euro als Bargeld uns die nächsten 20 Jahre und darüber hinaus erhalten bleiben wird. Ich möchte so sagen, der Euro ist gekommen, um zu bleiben.